Ja, hallo, hier sind wir wieder zurück auf Bühne 3 auf der Foskes-Konferenz 2022. Vor uns liegt der nächste Vortrag, das von Joachim Müller, André Wallert und Martin Klenke von der Firma WeMove Digital Solutions GmbH zu der Software InGrid Editor Next Generation. Ein neues Open-Source-Werkzeug, nicht nur zur Erfassung von Inspire-konformen Metadaten. Wir sind gespannt und freuen uns jetzt auf den Vortrag. Film ab, bitte. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vortrag InGrid Editor Next Generation, ein neues Open-Source-Werkzeug, nicht nur zur Erfassung von Inspire-konformen Metadaten. Mein Name ist Joachim Müller. Ich bin mit der Projektleitung für dieses Projekt betraut und auch mit der Projektleitung für die gesamte InGrid-Plattform. Ich arbeite bei der WeMove Digital Solutions GmbH und wir sind der technische Dienstleister für die InGrid-Plattform. Kurze Übersicht über den Vortrag. Zunächst wird Herr Martin Klenke aus dem niedersächsischen Umweltministerium etwas über die Projektorganisation sagen und eine kurze Einführung geben. Danach werde ich über die Spezialitäten von dem InGrid Editor, von der Neuentwicklung etwas sprechen. Und zum Schluss wird André Wallert, auch ein Kollege von mir, etwas über die Technik sagen. Aber zunächst gebe ich ab an Martin Klenke im niedersächsischen Umweltministerium. Ja, vielen Dank, Joachim. Tatsächlich heute nicht aus dem Umweltministerium, sondern aus dem Homeoffice, wie so viele, aber gut, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich möchte mich auch zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Klenke. Ich arbeite im niedersächsischen Umweltministerium, hier im Referat Umweltinformation, Digitalisierung, E-Government. Das ist aber eigentlich in dem Zusammenhang heute gar nicht so wichtig. Wichtiger ist ein anderer Hut, den ich aufhab, das ist die Projektleitung des VKOAP-UIS-Projekts InGrid. Was das genau ist, ja, da kommen wir dann gleich zu. Zunächst möchte ich aber kurz darstellen, was der InGrid Editor überhaupt ist, nämlich eine browserbasierte Anwendung zur Erfassung und Pflege von Metadaten. Ich kann mit dem aktuellen InGrid Editor Metadaten zu Geodaten, Geodatendiensten, auch Anwendungen erfassen, Inspire und GDI.de konform. Ich kann Fachdaten weiterer Objektarten erfassen, zum Beispiel Literatur, Datensammlung, Informationssysteme, Projekte. Ein spezielles Profil ist das für Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die kann ich also auch dokumentieren in einem speziellen Editorprofil. Und ich kann auch offene Daten nach dkatap.de beschreiben im aktuellen Editor. Die Geschichte dieses Editors reicht weit zurück. Das Ganze begann 1992 mit einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt am niedersächsischen Umweltministerium, EU-Projekt, wo im Prinzip ein Metadatenkatalog damals noch unter Windows 3.11 proprietär entwickelt wurde, um Umweltdaten zu beschreiben. Das Ganze entwickelte sich über die Jahre dann auch im Rahmen einer oder verschiedener sogar Bund-Länder-Verwaltungskooperationen zum heutigen InGrid Editor. 2008 wurde quasi der Umstieg auf die Web-Erfassung, auf die browserbasierte Erfassung getätigt. Ein weiterer wichtiger Schritt oder Zeitpunkt war 2015. Da wurde das Ganze nach einigen Irrungen und Wirrungen in benannten Projektzusammenhängen dann Open-Source-Software. Und der nächste wichtige Schritt, denke ich, ist der, an dem wir gerade arbeiten. Das ist der InGrid Editor Next Generation, den wir heute vorstellen und den wir ja im Prinzip im Moment in der Umsetzung haben. Zu dem ganzen Umfeld, die Entwicklung, hatte ich schon gesagt, fand und findet im Rahmen von verschiedenen Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarungen statt. Aktuell ist das das VKOAP-UIS-Projekt InGrid. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Im Einsatz ist der Editor im Moment in allen Ländern und beim Bund. Beim Bund zum Beispiel, beim BKG, bei der BAW, bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, dem ITZ-Bund, der ADV, dem BMDV und dann, wie gesagt, auch in allen Ländern, teils als Geodatendienste-Metadatenkatalog, teils als Umweltdaten-Metadatenkatalog, teils als Metadatenkatalog zur Dokumentation von Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Der Ingrid Editor ist eben Teil der Ingrid Software Familie. Ich habe hier auch mal den Link zu unserer Homepage eingefügt auf der Folie und auch im Tagungsbeitrag. Und hatte ich auch schon gesagt, seit 2015 das Ganze als freie Software unter der European Union Public License, also der Open Source Lizenz für die Europäische Union. So, und bevor es jetzt wirklich interessant wird und zum eigentlichen Ingrid Editor geht, würde ich noch ein paar Worte sagen zur Projektorganisation, weil das eigentlich auch ganz spannend ist, denke ich. Das organisatorische Dach ist die sogenannte Coop UIS, das ist die Kooperation bei Konzeption und Entwicklung von Software für Umweltinformationssysteme. Das ist eine Kooperation, der Bund und alle Länder im Prinzip angehören. Und aus diesem Schoß sozusagen entstand die VCOOP UIS, die Verwaltungskooperation Umweltinformationssysteme. Das ist im Prinzip ein ganz schlankes Regelwerk, wie man im Bund-Länder-Kontext mit wechselnden Partnern, Interessenten, relativ niederschwellig und einfach gemeinsame Projekte im Bereich Umweltinformationssysteme realisieren kann. Und unter diesem Dach im Prinzip läuft unser VCOOP UIS-Projekt Nummer 50 INGRID. An der Zahl sieht man schon, dass es da durchaus eine ganze Menge Projekte gibt, die unter dem Dach laufen. Im INGRID-Projekt jetzt konkret sind 21 Projektpartner aus Bundes- und Landesverwaltung sowie der Wirtschaft involviert. WeMove, die Firma WeMove ist eben auch ein Projektpartner und übernimmt für uns unter anderem die Softwareverwaltung und auch die Entwicklung im Moment. Die Federführung des VCOOP-Projektes liegt beim Niedersächsischen Umweltministerium, das mache ich. Ich habe hier noch die Links zur Projektwebseite und zur GitHub-Seite eingefügt, auf der man die Software findet, die aktuelle Version 5.11.2 vom 18.02. hier auch nochmal verlinkt. Ja, das soll es mal so zur allgemeinen Einführung sozusagen sein und ich übergebe dann wieder an Joachim für den nächsten Teil. Ja, danke Martin Klenke. Ja, Metadaten pflegen. Ich habe ja mal aufgeschrieben, was mir einfällt zu den Punkten, wenn man Metadaten pflegen will. Und man sieht gleich, es ist sehr, sehr komplex und jemand, der noch nie was damit zu tun hat, wird Probleme haben, entsprechende Metadaten auch konform zu erstellen. Eigentlich nervt es alle Leute, weil Metadaten ein notwendiges Übel sind und niemand macht das gern. Deswegen brauchen wir eigentlich etwas Einfaches und wir haben uns das zum Vorbild genommen oder zur Anforderung, zur Herausforderung genommen, um den neuen Ingrid Editor so auszulegen, dass eben Metadatenerfassung einfach wird. Ich werde im Folgenden über die verschiedenen Aspekte reden, die den Editor ausmachen. Fange an mit dem Look-and-Feel. Wir haben den Wenignutzer als Vorbild genommen für die Erstellung von der Oberfläche und daran uns orientiert, wenn wir Funktionalitäten implementiert haben. Es gibt zum Beispiel kurze Klickstrecken für die wichtigsten Funktionen. Wir haben auch auf die BETV-kompatible Gestaltung geachtet. Das wirkt sich insbesondere auf die Schriftgrößen, die Farben, die Formen, die Kontraste aus. Und es gibt die Möglichkeit, den Editor auch per Touchscreen zu bedienen. Ja, insgesamt ist natürlich die Frage, wie gehe ich an Metadatenerfassung ran? Wie kann ich die Komplexität verschiedener Metadatenmodelle vereinfachen, sodass der Nutzer keine Probleme hat, diese Daten zu erfassen? Also wir haben ja verschiedene Metadatenformate, mit denen wir konfrontiert sind mittlerweile, die auch ineinander transformiert werden. Und wir haben komplexer werdende Metadatenmodelle. Deswegen sind wir den Weg gegangen, wirklich nur die Daten anzubieten zur Erfassung, die für das entsprechende Metadatenprofil wirklich nötig sind. Und ja, ich habe jetzt hier den Begriff geprägt, what you see is what you need to see, einfach um zu versuchen, dass wir die Informationsdichte hier verringern wollen. Weiterer wichtiger Bestandteil ist die Hierarchie. Metadaten sind in einer Hierarchie angeordnet und strukturiert. Die kann sowohl administrativ oder fachlich ausgeprägt werden. Man ist da also völlig frei. Und hier zum Beispiel die Zugriffsrechte basieren auch auf dieser Hierarchie, sodass man hier auch verschiedene Zuständigkeitsbereiche innerhalb von diesem Baum, der sich bildet, bilden kann.
Die manuelle Eingabe wird natürlich auch bestmöglich unterstützt durch Validierung. Ich gehe hier nicht auf alles ein. Es gibt verschiedene Versionen, eine Bearbeitungskopie, eine veröffentlichte Version. Wir haben Erfassungsassistenten, die uns unterstützen. Es gibt Validierungstools, die die erfassten Metadaten gegen verschiedene Standards entsprechend validieren können. Wir haben natürlich ein kontextbezogenes Hilfesystem, was zu den Feldern entsprechende Hilfestellungen geben kann. Es gibt die Einbindung von externen Codelisten, um die Datenqualität zu erhöhen. Wir haben die Einbindung von Thesauri, Desitier-Schnittstellen etc. und auch die Datendienstekopplung. Eines der komplexeren Modelle innerhalb der Metadaten wird hier entsprechend unterstützt, sodass wir auch externe Metadatenquellen mit berücksichtigen können. Editor unterstützt Anwendungsprofile. Anwendungsprofile bilden verschiedene Aspekte der Applikation ab, sodass wir hier sehr flexibel auf verschiedene Anforderungen eingehen können. Betrifft eben nicht nur das Datenmodell, sondern auch die ganze Optik, die Funktionalitäten des Editors etc. Beispiele für die Profile sind mCloud, was eher auf dem DKAP-Datenmodell beruht. UVP ist völlig losgelöst von dem Geometadatenmodell und am Ende natürlich auch die inspired Geometadaten, wie sie bei MetaWare oder im BHW verwendet werden. Dann gibt es flexible Berechtigungen. Wir können eben innerhalb von dem Baum verschiedene Lese- und Schreibberechtigungen geben, die sowohl fachlich administrativ dann eben ausgebildet werden können. Diese können Nutzer zugewiesen werden, sodass die dass man halt sehr genau auch bestimmte administrative Strukturen abbilden kann. Zudem gibt es Rollenkonzepte, um nochmal Aufgaben zu delegieren. Also ich kann wirklich auf so eine Art Delegation der von bestimmten Teilen, Funktionalitäten des Editors an andere Personen vornehmen. Ja, der Editor unterstützt einige Schnittstellen. Wir konzentrieren uns auf die OGC-API, Records-Schnittstelle. Es wird aber sicherlich auch eine CSVT-Schnittstelle im Rahmen von dem Profil, was für die Inspire-Metadaten geschaffen wird, geben. Der ganze Editor ist eingebettet in das Ingrid-Framework. Hier bildet er quasi eine Datenquelle der Daten in diesen Ingrid-Datenraum einspeist, sodass diese dann auch im Portal oder in den entsprechenden Schnittstellen, die nach außen gehen, verfügbar sind. Wann kann ich damit arbeiten? Wann kann ich damit rechnen mit diesem Tool? Momentan sind wir noch in der Entwicklung, sind aber schon relativ weit. Wir werden das als Open Source veröffentlichen unter der Eupel-Lizenz. Das Ganze wird Teil von dem Ingrid Framework werden, somit auch unter GitHub zur Verfügung stehen. Und von den Release-Daten gibt es die Planung, dass wir jetzt im Grunde im Anschluss fast dieses mCloud-Metadatenprofil releasen. Dann geht es weiter mit dem UVP-Verbund. Dort wird der Editor im Sommer zur Verfügung stehen und Ende des Jahres rechnen wir mit der Umsetzung von dem Inspire-Geometadatenmodell. So, ich bin am Ende angelangt. Ich würde jetzt an meinem Kollegen André Ballert übergeben, der etwas über die technische Umsetzung erzählen wird. Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt zum technischen Teil der Veranstaltung. Mein Name ist André Ballert. Ich arbeite bei der Firma WeMove schon seit über 13 Jahren, nicht ganz so lange wie der alte IGE. Aber für uns ist es wichtig, dass der neue Ingrid-Editor möglichst eine ebenfalls so lange Laufzeit hat. Deshalb haben wir uns auch für die folgenden Komponenten entschieden. Für die Datenbank haben wir die Postgres-Datenbank verwendet. Die ist bereits sehr langlebig, schon seit über 30 Jahren ist sie im Einsatz. Unterstützt ACID, das heißt Transaktionen werden unterstützt, die auch rückgängig gemacht werden können, sodass bei fehlerhaften Operationen die Datenbank konsistent bleibt. Außerdem sehr wichtig für uns ist, dass die Datenbank schemalose Formate unterstützt. Das ist gerade dafür wichtig, dass unsere Formulare, die wir speichern wollen, sehr unterschiedliche Formate haben können, sodass wir eigentlich eine NoSQL-Datenbank benötigen würden. Seit Postgres Version 9.4 wird dort allerdings auch unterstützt, dass das JSON-Format abgelegt werden kann, sodass für uns Postgres die beste Entscheidung war. Für die Nutzerverwaltung verwenden wir Keycloak. Keycloak ist Open Source, sehr populär seit 2014 in Entwicklung
und wird bei uns für die Authentifizierung verwendet. Für die Autorisierung, die wird die allerdings im Editor stattfinden. Dafür haben wir einerseits die Rollen, die beschreiben, welche Anwendungsrechte ein Nutzer hat, beispielsweise ob dieser importieren kann, exportieren kann oder auch auf die Administrationsseite gehen kann. Andererseits gibt es Dokument- und Adressberechtigungen, die bedeuten, welche Rechte der Nutzer in einem, auf den Dokumenten hat, entweder aber lesen kann oder schreiben. Außerdem bietet Keycloak eine sehr gute Integration in verschiedene andere Systeme wie LDAP, Active Directory oder soziale Medien. Ein Hauptgrund für uns, für Keycloak, war auch, dass sehr komplexe Abläufe bereits integriert sind, wie das Passwort vergessen, Ablaufdatum eines Passworts setzen und auch Policies setzen, beispielsweise wie ein Passwort auszusehen hat oder beim Setzen eines neuen Passworts, dass dieses nicht so aussieht wie das letzte Passwort. Für das Frontend haben wir uns für Angular entschieden, welches hervorragend geeignet ist für Enterprise-Anwendungen, also sehr große Anwendungen. Es bietet die meisten Sachen schon von Hause aus, die andere Frameworks meistens eher durch Abhängigkeiten mit sich bringen. Für das UI haben wir uns für Material Design entschieden. Es ist sehr benutzerfreundlich, auch sehr bei großem Einsatz und vor allem wird es parallel auch zu Angular entwickelt. Das und dass es halt auch von Google unterstützt wird, eine große Firma also dahinter steckt, ist es für uns auch zukunftssicher genug, darauf zu bauen. Als weitere interessante Bibliothek möchte ich noch AngularFormly nennen. Das ist eine Bibliothek, mit der man ein JSON-Schema definieren kann, um daraus Formulare zu erstellen. Des Weiteren ist es auch möglich, Validatoren zu definieren und auch ein Verhalten, beispielsweise, dass ein Feld eingeblendet wird, wenn ein anderes ausgewählt wurde. Fürs Backend haben wir uns recht klassisch entschieden, für Spring Boot, sehr populär, auch ebenfalls zukunftssicher, und als Sprache Kotlin, welches 100% zu Java kompatibel ist und dafür zusätzlich allerdings auch eine moderne und ausdrucksstarke Sprache ist, so dass wir auch sehr lesbaren und auch wartungsarmen Code schreiben können. Das Hauptaugenmerk vom Ingrid-Editor sind die Profile. Die beschreiben jeweils einen Katalog. Und man muss sich das vorstellen wie eine Art Plugin. Es integriert sich in das System, es klingt sich da ein und kann beispielsweise beim Speichern, Löschen, Veröffentlichen gewisse Aktionen zu sich ausführen. Außerdem beschreibt ein Profil, welche Dokumententypen, also welche Formulare erstellt werden können, welche Listen verfügbar sein sollen, die dann innerhalb von den Formularen verwendet werden können. Außerdem gibt es die Validatoren, die dann die Felder halt validieren können, Import-Export-Transformationen und natürlich auch die Hilfe. So ein Profil kann man als eigenes Projekt entwickeln. Dazu muss man einfach eine API implementieren und über die Konfiguration wird dann das Profil aktiviert und kann verwendet werden. Um eine möglichst hohe Softwarequalität zu erreichen, haben wir neben den vielen Unit-Tests auch eine sehr hohe Abdeckung mit den End-to-End-Tests, die wir mit Cypress geschrieben haben und weiter auch natürlich schreiben werden. Diese sind zusätzlich auch noch profilspezifisch, sodass wir für jedes Profil eigene Tests haben, die auch jedes Profil prüfen. Um das Projekt auch ausliefern zu können, haben wir eine CI-Pipeline, die wir mit Jenkins realisiert haben. Diese baut das Projekt nach jeder Änderung im Git-Repository und erzeugt daraus ein Docker-Image. Vielen Dank. Danke, André. Damit sind wir am Ende unseres Vortrages angekommen. Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, haben wir den Vortrag vorab aufgezeichnet. Leider gibt es an der einen oder anderen Stelle Nebengeräusche, das bitte ich zu entschuldigen. Wir stehen jetzt in dem Chatkanal für Fragen und Antworten zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal an Joachim Müller, André Wallert und Martin Klenke, die uns jetzt live für Fragen zur Verfügung stehen.
Wir gucken mal gerade, was so über den Chat reingekommen ist. Die erste Frage, die da gestellt wurde, ist, habe ich das richtig verstanden, dass im Ingrid-Editor mit PostGIS arbeitet? Beziehungsweise wäre es eine Erweiterung zu den Metadaten, die in PostGIS erfasst werden? Gib das mal an das Team weiter. Ja, habe ich die Frage richtig verstanden? Metadaten, die in PostGIS erfasst werden. Also PostGIS ist unsere Datenbankbasis und die PostGIS-Erweiterung fügt ja vor allen Dingen in dem Geobereich Funktionen der Datenbank hinzu. Also von daher, wir verwenden die PostGIS als unsere Datenbasis und ja, ich habe jetzt die Frage, so kann ich gar nicht richtig interpretieren, muss ich sagen. Mal schauen in dem Chat. Ja, eine Erweiterung zu den Metadaten, die in PostGIS erfasst werden. Also der Begriff Metadaten wird ja sehr unterschiedlich auch verwendet. Und ich glaube, also ich habe eine Vorstellung von Metadaten und den Metadaten, die in der Datenbank stehen. Vielleicht hilft das? Welche Metadaten können hier gemeint sein? Ja, also ich, nach meinem Verständnis sind die Metadaten folgen einem bestimmten Schema, zum Beispiel dem ISO 19115. Und die können natürlich in der PostGIS abgelegt werden. Das machen wir auf eine spezifische Art und Weise. Ich schwimme hier ein bisschen, muss ich sagen, weil ich die Frage nicht ganz verstehe. Ja, wir nähern uns mal dem Thema über die nächste Frage. Weil es mir aus dem Vortrag nicht so klar wurde, was sind die wichtigsten ein oder zwei Kernaspekte, die der neue IGE Next Generation gegenüber dem alten IGE mitbringt? Ich bin auch hier über die Abkürzung gestolpert. Ich kenne sie nicht. Ja. Vielleicht könntest du gerade noch mal hier die Abkürzung kurz erklären. Also Ingrid Editor ist IGE. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Der IGE ist Ingrid Editor und NG heißt Next Generation und bezeichnet die Neuentwicklung, die gerade stattfindet. Und die wichtigsten Kernaspekte sind, denke ich, die profilspezifisch, diese Profilfähigkeit. Das heißt, wir sind in der Lage, eben nicht nur ein Metadatenprofil, zum Beispiel Geometadaten abzubilden, sondern können durch diesen flexiblen Ansatz, der auch in der Datenspeicherung flexibel ist, unterschiedliche Profile hineinkonfigurieren, sodass wir eben, wie auch in dem Vortrag anklang, zum Beispiel auch diese Dokumentation von Umweltverträglichkeitsprüfungen, die mit den Geometadaten eigentlich gar nichts zu tun haben, in diesem Editor abbilden und nutzen aber die gleiche Schale drumherum mit der Organisation dieser Datensätze, der verschiedenen Versionen, die wir pro Datensatz haben können, aus, die nutzen wir gemeinsam aus. Das ist eigentlich so der Kern. Und das Zweite, was ich denke, was der Unterschied ist, vor allen Dingen zu dem alten Metadaten-Editor, ist die Neugestaltung der Oberfläche. Diese Konzentration auf eben diese genannten Wenignutzer, dass wir sozusagen den Metadatenerfasser auch im Blick haben, der vielleicht so ein Tool nur viermal im Jahr nutzen muss, um diesem Nutzer auch eine entsprechende Oberfläche zu bieten. Das schließt jetzt hier auch gleich zu der nächsten Frage an, die noch gekommen ist. Und ich finde, die hat auch, die hat es in sich. Was sollen wir jetzt für unsere Metadatenverwaltung nehmen? GeoNetwork, GeoNetwork UI oder Ingrid Smiley? Ja, also ich finde, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist natürlich klar. Ich würde mich natürlich für Ingrid entscheiden. Das ist auch klar. Ich denke, es ist eine Frage des Schwerpunktes, ne? Also GeoNetwork UI kommt stark aus dem Bereich Geometadaten, ISO 19115, ISO 19119, und ist da zu Hause. Wir sind eigentlich
initial auch schon breiter aufgestellt gewesen. Das heißt, dieses Ingrid-Projekt kommt eigentlich aus dem Umweltbereich und erlaubt zum Beispiel auch die Dokumentation von weiteren Objektklassen wie Literatur oder Projektinformationen. Also sozusagen ist dieser Metadatenbegriff, der vielleicht in dem ISO-Bereich relativ scharf gegriffen ist, etwas weiter gedacht. Mhm. Und ich denke auch, was ein Pluspunkt ist für das Ingrid, den Ingrid-Editor, ist diese UI, diese Konzentration auf diese UI-Fähigkeit, auf die Benutzbarkeit. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, den wir bei der Entwicklung immer mit bedenken. Wie schnell kann ich einen Datensatz erfassen? Wie benutzbar ist das ganze Tool? Und ich habe auch eine Applikation, die aus einem Guss erscheint. Das ist, denke ich, auch wichtig zu wissen. Ja, wir nutzen noch die Zeit. Eine Frage ist noch reingekommen, auch hier noch um eine kurze Antwort. Ist es korrekt, dass die Metainformationen intern in der Datenbank als GeoJSON gespeichert werden, unabhängig vom Zielschema der Metadaten? Nicht als GeoJSON, aber als JSON. Und zwar nutzen wir die JSON-B-Felder in der Postgres-Datenbank, um die Inhaltsdaten, also sprich das, was zum Metadatenmodell gehört, abzuspeichern. Und also von daher sind wir auch flexibel in der Struktur der abzuspeichernden Daten, beziehungsweise können das ohne Datenschemaänderung entsprechend bewerkstelligen. Das ist alles Teil von einem Softwareprofil, was man dazu konfigurieren kann. Also von daher ist das GeoJSON nicht ganz korrekt, aber JSON ist richtig. Genau, ja. Die letzte Frage nehmen wir noch mit. Ich habe es gesehen, die ist schnell zu beantworten. Gibt es auch eine CSV-Schnittstelle? Ich vermute die zu CSV-Transaktionen, also CSVT. Mag der da noch eine Antwort geben? Ja, gerne. Das ist, also wie gesagt, der Editor ist ja Teil von dem Ingrid-Framework und das Ingrid-Framework ist im Grunde eine Ansammlung von Komponenten, um heterogene Daten, Metadaten zu transformieren und für die Recherche und auch für die Weitergabe entsprechend vorzubereiten. Und da ist natürlich auch eine CSVT und eine CSV-Schnittstelle dabei, die auch mit dem Editor kommunizieren wird. Ja, vielen Dank für die Antworten. Vielen Dank auch an diejenigen, die die Fragen gestellt haben. Nochmal vielen Dank also für den Vortrag.